mein guter Freund von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Thaddeus und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Und zwar, wie reich bist du wirklich? Wie reich bist du wirklich? Ich glaube, so oft beklagen wir uns über das Wenige, was uns fehlt, anstatt uns über das zu freuen, was wir haben. Und so oft verstehen wir nicht richtig, wie reich wir wirklich beschenkt sind. Deshalb möchte ich dir die herausfordernde Frage stellen, wie reich bist du wirklich? Letztens habe ich ein Buch von Dale Carnegie gelesen, was mich unglaublich inspiriert hat, weil der Autor darin eine Frage stellt, die mein Denken verändert hat. Und zwar fragt er, würdest du für 1 Million Euro das hergeben, was du hast? Und ich sofort, niemals, selbst für 1 Milliarde würde ich nicht das hergeben, was ich habe. Ich würde nicht meine Verlobte hergeben, ich würde nicht meine Familie, meine Freunde und all das, was ich habe, würde ich nicht hergeben für so einen materiellen Wert. Und auf einmal verstand ich, wie sehr ich beschenkt bin und wie sehr ich einen Grund dafür habe, dankbar zu sein. In der Bibel, in Psalm 50, Vers 23 steht, wer mir seinen Dank gibt, gibt mir ein Opfer, was mich ehrt. Gott liebt es, wenn wir verstehen, wie sehr wir beschenkt sind. Gott liebt es, wenn wir uns über das Viele freuen, was wir haben, anstatt uns über das Wenige zu beklagen, was uns fehlt. Und Peter Hahn hat einmal gesagt, anfangen zu danken ist der beste Weg, trübe Stunden zu verhindern bzw. zu überwinden. Und ich möchte dir heute eins sagen, du bist reich, beschenkt.